Ja Leute, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute mal wieder eine Reaktion, und diesmal bin ich bei einer Reaktion nicht alleine, sondern ich hatte den lieben Plassam Panda dabei. Moin Leute. Ja, ihr könnt auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbeischaut. Er tut live, also er tut halt Livestream, Fortnite und so. Ihr könnt auf jeden Fall da auch vorbeischauen, ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und wie ihr hier seht, wir sind auf TikTok. Was ganz Neues, dass ich auf TikTok mal reagiere. Und zwar hat der liebe Realer20 ein Video gemacht, weil er macht so Content-YouTuber, die sich halt verändert haben. Und so. Und da hat er mal ein Video über mich gemacht. So. Ich hoffe, dass jetzt... Ich mache ja extra nochmal stumm hier. Nicht, dass ich Copyright reingedrückt bekomme. Wir schauen uns das an und gucken so, ob man wirklich sieht, wie ich mich wirklich verändert habe. Also man sieht auf erstmal direkt 2018 Clash of Clans. Wer kennt's nicht? Okay, na dann. Und lass auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Okay. Also es mit Musik gemacht natürlich. Ich kann dann halt Geo in mein Herz mit und so wird halt abgespielt gleichzeitig. Okay. Man hat direkt so gesehen Clash of Clans und dann direkt Minecraft. Findest du von 2018 bis 2021, findest du auch, dass ich mich da geändert habe? Ja, also früher hat man wahrscheinlich mehr so Clash of Clash Royale und Clash of Clans gespielt, ja. Aber jetzt ist wirklich mittlerweile so, irgendwie man streamt halt meistens jetzt so Rocket League, Minecraft und so. Ja. Nachdem halt. Es gibt, ich glaube, es gibt wenig Leute, die, ich glaube, Handy-Content machen und damit groß, also größer werden als. Handy-Content ist halt nicht mehr ganz so, weil ganz viele Leute sich jetzt PC und so kaufen, gerade in Corona-Zeiten. Ja. Weil da braucht man halt mal einfach Abwechslung, andere Spiele, andere Leute, man kann sich besser unterhalten und so alles. Nicht nur das halt, man braucht halt jetzt auch noch für den Online-Unterricht. Ja, und Online-Unterricht halt auch. Deswegen. Aber ja, mal ganz ehrlich, die Zeiten, wo man noch mit Handy aufgenommen hat, waren irgendwie schon cool. Man konnte jederzeit aufnehmen. Ja. Es war jetzt nicht so, okay, ich muss um diese Uhrzeit mein PC hochfahren, ich muss um diese Uhrzeit alles so gemacht haben, damit ich perfekt aufnehmen kann. Handy nehmen, App runterladen, App starten, einfach ganz normal zocken, Musik runterpacken, hochladen, fertig. Okay. Auf jeden Fall, wer kennt's nicht, es war halt zur Zeit in der Varrox-Zeit, die gerade auch für mich... Okay, ich werde jetzt noch nicht irgendwie spoilern, ja, das war... Auf jeden Fall das kurze Video ist auf jeden Fall kurz gewesen. Zwar die Aufnahme ist kaum nur 2 Minuten lang. Auf jeden Fall. Mal so eine Frage: Welchen Content würdest du dir am liebsten wieder zurückholen? Weiß nicht. Also, du könntest jetzt zum Beispiel sagen: Ich möchte gerne, dass zum Beispiel wieder mehr Clash Royale zum Beispiel mehr. Also, wieder den mehr Hype bekommt. Das Ding ist halt, also ich bin eh so einer, der einfach so auch Spaß die Spiele spielt, so Clash Royale und so. Aber mach eigentlich fun. So ein Hype da drauf, das ist mir eigentlich nicht so. Also ich bräuchte das jetzt nicht so. Zum Beispiel jetzt, halt mal wieder einfach die ganz normalen Spiele, die man dann auch immer spielt. Minecraft, Rocket League, GTA, keine Ahnung, sowas halt. Ja, zum Beispiel, das haben wir auch bei Fortnite übelst gesehen. Fortnite kam raus. Ja. Direkt alle großen YouTuber haben Fortnite gespielt, gestreamt, hochgeladen, alles. Es gibt noch manche, ja, zum Beispiel ist der Standard-Skill, der ist damit erfolgreich geworden und macht auch immerhin und ist immer noch erfolgreich. Bei manchen ist aber so, die haben das gemacht und sind halt jetzt noch nicht so groß, obwohl die in den Hype das gemacht haben. Ja, also die Sache ist halt so, Fortnite hat halt einen Hype bekommen, dann ging es wieder weg. Aber trotzdem, Fortnite hat immer noch sehr, sehr viele Spieler, die das Spiel auch spielen. Ja. Fortnite ist, glaube ich, einer der größten Battle Royale-Spiele, die es gibt. Ja, eben. Also, es ist halt ganz normal, Call of Duty natürlich wird auch weiterhin gespielt. Aber Fortnite ist halt so ein Spiel, du kannst auf allen Konsolen spielen, nur was mich ein bisschen. Nur Handy und halt jetzt nicht mehr war. Ist halt, dass man auf Handy zum Beispiel nicht alle Marken spielen kann und dass man auf Switch auf manchen Konsolen auch nicht RW spielen kann. Da haben halt die Firmen halt keinen Bock, das so zu machen. Ja. Also ich zum Beispiel blinde
Also ich als Außenseiter muss man auch noch sagen, ja, okay, da denkt man sich ja, komm, verbinde doch einfach die Server. Aber wenn man sich da mal auseinandersetzt, dann merkt man, wie schwierig das eigentlich ist, die Server zu verbinden. Weil es ja zwei unterschiedliche Sachen sind. Und ja, in Fall. Wie, das war die kurze Reaktion, mal ganz ehrlich, das war die kurze Reaktion, die ich je gehabt habe. Und Jo ist übrigens jetzt auch beigetreten. Du kannst dich jetzt auch entstummen, Jo. Jo, wir haben gerade die Reaktion aufgenommen von dem, du weißt, du siehst es ja. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, unter der Creeper Army sein und sehe dich im nächsten Video wieder oder bis zum nächsten Livestream. Bis dahin, sei explosiv und hau rein. Bis bald.